Also insgesamt war es ein sehr hitziges Duell, finde ich, mit viel Körperkontakten. Leider haben wir auf unserer Seite in der Zweikampfquote nicht so die besten Werte gehabt heute. Muss ich wirklich gestehen, da hat Ninov gerade in der Offensive sich besser durchgesetzt. Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht, die waren auch schön, gerade das zweite Tor, haben dann, denke ich mal, auch eine bessere erste Halbzeit als zweite Halbzeit gespielt. Von daher kann man für ein erstes Spiel mit einer neu formierten Mannschaft, wo auch viele Spieler aus unteren Klassen sind, zufrieden sein. Ja, genau, wir haben 3-1 verloren, aber ich finde meinerseits, wir haben eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Die Jungs haben gekämpft, wir haben alles gegeben. Und ja, das Resultat ist am Ende zwar nicht gut gegangen, aber was soll man machen? Wir haben alles gegeben und das zählt am Ende. Da hatten wir zwar ein bisschen Pech gehabt mit dem Gegentor, mit dem Elfmeter. Mit ein bisschen Glück hätten wir auch das eine oder andere gemacht und dann sieht das Ergebnis auch ganz anders aus. Nein, einen Favoriten würde ich jetzt nicht benennen, da wir wussten, beide Mannschaften haben ungefähr dasselbe Level, ungefähr dasselbe Spielermaterial, ungefähr aus denselben Klassen vom letzten Jahr, ungefähr die gleiche Stärke. Und ich habe im Vorwege gesagt, das wird auch ein bisschen auf die Tagesform ankommen. Wer nutzt die erste Chance? Wer hat das Moment vielleicht auf seiner Seite? Ein bisschen mehr Glück. Davon würde ich jetzt nicht reden im Endeffekt. Das war auch ein harter Arbeitssieg für uns, muss man ganz ehrlich zugeben. Aber einen Favoriten gab es nicht. Also ja, ich würde sagen, wir haben die erste Halbzeit verpennt, haben da zwei Gegentore bekommen. Und ich glaube, das war auch mit der Grund, warum dann am Ende es 3-1 für den Gegner stand. Die Vorbereitung auf so ein Spiel ist natürlich sehr schwierig, beziehungsweise auch ein bisschen, ja, nicht nachvollziehbar, was passiert beim Gegner. Ich habe mir die natürlich auch angeguckt, die haben gegen Paloma gespielt, da war heute eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz. Von daher so Fragezeichen über Fragezeichen. Die Vorbereitung für uns war eigentlich okay. Wir durften ja unter normalen Bedingungen dann trainieren. Haben auch zwei Testspiele in Niedersachsen gemacht, die uns natürlich auch geholfen haben, im Rhythmus zu sein. Von daher, die Vorbereitung war okay. Der nächste Gegner ist natürlich am Sonnabend HEBC, wo wir ein klares Ziel vor Augen haben, weiterzukommen. Und für uns steht, glaube ich, im Fokus heute Abend, wir haben fünf angeschlagene Spieler, die müssen morgen behandelt werden. Es muss regeneriert werden vernünftig, um dann am Freitag nochmal ein Abschlusstraining zu haben und am Sonntag bei HEBC möglichst zu gewinnen.